meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir sind jetzt bei den Ritterkämpfen in Pullendorf und ich möchte mich jetzt gleich mal recht herzlich bei unseren ehrenhaften Rittern bedanken. Die haben jetzt extra für uns noch mal einen Kampf gemacht, damit ihr mal seht, wie Ritter früher gekämpft haben. Wir haben das auch schon angeguckt. Ihr seht jetzt hier mal die Rüstungen. Ihr braucht keine Angst haben. Das ist Sport letztendlich. Ich weiß nicht, wie dein Name ist. Gernot. Gernot ist ein Kämpfer, ist also einer, der Kampfsport macht und übt. Und er ist dann auf die Rittergeschichte gekommen, dass man auch mal in der Rüstung kämpfen kann. Und da seht ihr auch hier in diesen, wir haben das schon gesehen, hier in diesen Teilen drin sind überall Stahlmatten drin und Gerüste drin. Also ihr braucht keine Angst haben, dass was passiert. Vielleicht kriegt ihr mal eine auf die Nase. Aber erstmal vielen Dank an euch und wir sind jetzt wirklich mal gespannt, was ihr für eine Show liefert. Es ist also genial und fantastisch, wenn man das so sieht, was da gemacht wird. Die ganzen Rüstungen, die sind von Hand gemacht. Er selber ist Schmied und tut ein bisschen schmieden, hat auch die Handschuhe gemacht und es ist also gigantisch, was da von Aufwand gemacht wird, um das Mittelalter nochmal nachzuspielen. Und da haben wir den Schiedsrichter. Heute gibt es keine Vorführung, habt ihr gehört, das ist keine Vorführung, die Jungs machen einfach nur ein bisschen Spaß. Wir sind die Kindermann, eigentlich heißt der Conor Cavaria, aber wir heißen fast alle Kindermann, deswegen sind wir die Kindermann. Wir sind eine Familie und ihr kämpft jetzt noch nicht, bitte. Meine Jungs und ihre Freunde haben einfach Spaß dran, sich zu schlagen. Sie tun das mittlerweile als Kohort, also in Vollplattenrüstung, Vollkontakt. Mit Stahlschwertern, die hauen drauf, so stark sie können. Und ihr macht das niemals nach. Nicht machen, ja? Ist scheißgefährlich. Die sind sehr gut gerüstet. Die haben runter wattierte Waffenröcke, Angambesource. Die haben obendrauf 1,6 mm Stahl. Und die können damit umgehen. Aber ist gefährlich, ist wahnwitzig anstrengend. Nach 3 Minuten bin ich persönlich platt. Mal sehen, wie lange die durchhalten. Es geht so lange, bis einer aufgibt oder bis einer kampfunfähig ist oder bis einer am Boden liegt. Wir haben 2 Mann, die aufpassen, dass nichts passiert. Die gehen dazwischen, wenn irgendwas ist. Ab und zu mal fliegt ein Stück Rüstung weg oder so. Bleibt von dem Zaun bitte weg. Wir kämpfen ganz hier vorne, weil hier drüben von den Pferden alles total zerlatscht ist. Da stolpert man dauernd. Also wir werden bis zum Zaun gehen. Bleibt hier ein bisschen weg, sonst kriegt ihr was ab. Okay, und los geht's. Ihr seht, es geht alles ganz fair zu. Aber wie gesagt, brutaler Vollkontakt. Mein Gott, ist das eine Arbeit. Lass mich mal eine lange Schulter. Seht ihr, und schon wieder Sicherheit geht vor. Versucht die mal ein bisschen nach vorne zu rücken, dass sie nicht Waffe kaputt. Kommt auch vor. Wir machen auch die Waffen selber. Janusz geschmiedet, war ein sehr schöner Griff bis gerade eben. Jetzt ist er gebrochen. Also vorher ist die Schulter ab und zu mal verrutscht. Kommt vor. Ja, also muss man einfach eine Pause machen. Lohnt sich eine andere Waffe. Die machen noch ein bisschen. Wie gesagt, ich persönlich könnte jetzt nicht mehr. Es ist einfach scheiß heiß da drin. Du kriegst keine Luft. Ich habe neulich gegen meinen Sohn gekämpft. Der ist 16. Du Arsch. Lauf damit. Also Sie wissen schon, was er sagen wollte. Sind eigentlich die Schwerter, wenn er die selber macht, sind die aus gefaltetem Stahl oder sind die reine einer geschmiedeter Stahl? Gut. Und gehärtet auch nur in Wasser und nicht in Blut? In Öl. 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 Okay, ihr seid soweit. Hört mir zu. Und los geht's. Ah, jetzt kommt die Axt.
Das seht ihr ja auch. Das ist alles professionell. Das ist so professionell. Stopp kurz, deine Schulter. Man macht es ja nie nach. Sieht die Helme an, nur Schlitz hier und Löcher, damit man reinstecken kann. Also schon so ein großer Schlitz, passt das Pferd rein, geht nicht. Bevor es runter. Ja, sag mal. Lass mich das mal machen. Das kommt gleich nochmal. Ja, werde ich. Komm. Warte kurz, Schulter. Ist alles erlaubt? Ja. Keine Regeln. Halt, ist der Wahnsinn. Wenn wir das müsste doch jetzt hin. Sie werden langsamer, jetzt endlich auf. Also jetzt machen wir noch die technische K.O. einleiten müssen. Paris. Das ist der Wahnsinn. Was das für ein Kraftaufwand ist. Jetzt ist erledigt. Klasse. Super. Aber wenn ich das so anschaue, da auch. Glaubt ihr dann noch dran, dass man in den Mittelalter-Filmen sieht, dass die stundenlang kämpft haben mit ihren Richtungen? Und wann wer was anhat? 10 Jahre Kindermann, der hat gewonnen! 16 Jahre alt, 80 Kilo plus 60 Kilo Rüstung! Das heißt, wenn der gegen die andere Regime fährt, in der anderen Rüstung Elio, auch 16 Jahre alt, Elio Bunze, super gekämpft, spitze! Klasse! Das war's, wir sind auf dem Arsch. Jawohl, jetzt kommt doch der trunkene Wein. Vielen Dank. Es ist relativ schwer zu trinken, weil man währenddessen atmen muss. Vielen Dank, ihr zwei Kämpfer. Das war großartig, was ihr geleistet habt. War toll. Aber man kann jetzt endlich mal sehen, was das eigentlich für ein Kraftaufwand ist. Und das ist immer das, wo ich ein kleines Problem habe, wenn ich solche Ritterfilme angucke, dass die stundenweise kämpfen auf Schlachten und nicht kaputt gehen. Also ich würde mal behaupten, dass wenn man muss, man schon noch länger kämpfen kann. Und die meisten ja leichtere Rüstungen getragen haben. Aber ja, es ist schon, es muss schon übel gewesen sein. Also da eine Stunde auf dem Schlachtfeld zu kämpfen, das muss doch eine Herausforderung sein. Ja. Wollt ihr noch ein bisschen Dudelsack hören? Ja! Ja, wir sind
ein Teil von Insanis Maxima. Könnte man also auch sagen, wir sind Insanis Minima. Theoretisch, eigentlich sind wir zu dritt. Der wichtigste Mann fehlt nämlich heute, nämlich eigentlich unser Trommler. Deshalb wünsche ich einen ganz tollen Applaus für unseren Nichtstrommler an der Trommel. Applaus. Das ist Randolph der Graue. So, wenn wir schon am Vorstellen sind, neben mir an der Sackpfeife die liebreizende Sonora Arktika. Ein Applaus bitte. Pullendorf, seid ihr noch da? Ja. Ihr klatscht so leise, ich höre gar nichts. Ja, ich habe gar nichts gehört. Ich glaube, ich bin taub. So wie mein Zeh, der ist auch taub. So, jetzt. Aber wir haben gerade für euch Pavane gespielt und nehmen euch nun mit auf eine kleine Reise in die französische Lande und spielen für euch das Lied über die 12 hübschesten Damen, die 12 Damen Jolie. Meine Frage wäre ganz einfach mal, gab es einen Ehrenkodex, dass man Pferde nicht in solche Schlachten verletzt hat? Also in der Schlacht nicht, im Turnier ja. Der war sehr hoch im Turnier, in der Schlacht nicht. Hat man denn auch früher dann, wenn es wirklich so war, dass brachial auch gegen Pferde gekämpft worden ist, letztendlich, hat man die Pferde dann auch im Kampf irgendwo vom Bader oder vom Medikus versorgen lassen? Sehr, sehr viel wert. So viel wie 7 Kühe, so viel wie ein Dorf. Das ist okay. Das war weit wertvoller wie manche Kämpfer wahrscheinlich. Also hatten, ich muss das nochmal sagen, ich bin der Laie. Ich kenne das nur aus solchen Filmen und Kriegsfilmen und Ritterfilmen und so Zeug. Kann man da sagen, dass so ein Pferd eigentlich mitgekämpft hat? Ja. Also man hat ihn teilweise bis herbeigebracht.
das, was man tun muss. Ich ist manchmal vielleicht ein bisschen übertrieben. Wenn ein Pferd steigt, ist natürlich auch angreifbar. Oder man sagt zum Beispiel den spanischen Schritt. Das stimmt nicht. Aber die haben durchaus eben geschnappt. Die haben sehr gern Hengste benutzt, weil sie einfach kämpferisch sind wie andere Pferde. Und das war ja auch schon Mittel, wenn das Pferd vom Gegner abgelenkt war, dann hat es darüber leichter. Hat noch ein Ritter eigentlich als Kämpfer, als Bodenkämpfer, hatte der keine Chance gegen ihr Pferd? Also das kommt drauf an. Man hat ja eine gewisse Abfolge in der Schlacht gehabt. Und die Pferde wurden bewusst eingesetzt, um die Reihe zu lockern. Und danach kam die Infanterie und hat den Rest erledigt. Und deswegen so nur Kämpfe Pferd gegen Bodemann gab es nicht. Ich bin auch schon sehr viel so den Eckmann-Schlachten mitgeritten. Sobald man steht mit dem Schlachtfeld, ist man quasi tot als Reiter. Okay. Man muss im Galopp bleiben, in Bewegung, und stehen bleiben und ansonsten hat sich erledigt. Okay, dann hätte ich aber noch eine Frage. Erstens muss ich noch mal sagen, wo mein letztes Video mit der Nachtshow, das war sowas von beeindruckend. Ich weiß nicht, dass ich so etwas schon mal gesehen habe. Also das ist gigantisch, was ihr da gemacht habt. Da ist die Frage, wie lange muss man denn mit dem Pferd trainieren, bis das so etwas kann? Sehr kontinuierlich, kommt auch auf die Pferde drauf an, auf den Charakter drauf an, aufs Temperament. Sie ist jetzt 10 Jahre alt, mit der ihr mache ich das seit 4 Jahren. Aber sie ist zum Beispiel auch am Publikum noch ein bisschen unsicher. Also man muss da immer dranbleiben. Man kann nicht sagen, so und so lang ist das Tier. Und wer lernt einem das, wie man mit so einem Pferd umgeht? Es gibt tatsächlich auch Trainer, die das machen, Showtrainer, aber sehr viel haben wir einfach selber. Also viel liegt auch daran, wenn das Pferd gut dritte ist und ein gutes Vertrauen zum Reiter hat, wenn die Basis stimmt, dann kriegt man den Rest auch irgendwie. Sind eure Pferde auch schon mal beim Film eingesetzt worden oder sowas? Ja. Sie jetzt erst vor 2 Monaten. Und darf man erfahren, welcher Film das war? Das ist eine gute Frage, das war mein Kollege. Wir haben mal bei Deutschland und die Polen gefilmt. Ja, ja. Da hat meine alte Studie mitgespielt und das weiß ich jetzt nicht. Ist das noch ein Unterschied für so ein Pferd, wenn das dann tatsächlich in eine Riesenschlacht reingeht oder wenn das mit mehreren Menschen konfrontiert wird und nicht nur mit 2-3 Kämpfern? Ein ganz großer, weil es keinen so einen Backup gibt. Also wenn jetzt hier die Linie durchbrochen ist, dann ist Ruhe fürs Pferd. Und wenn in der Schlacht die Linie durchbrochen wird, geht sie erst so richtig los. Und es gibt dann halt keinen Ruhepol und das ist natürlich schon, da muss ein Pferd schon viel gewöhnt sein. Also ist für ein Pferd mehr Zumutung als ein Ritterturnier. Also ich sage Ihnen vielen, vielen Dank für die Auskunft. Das war ja toll. Und nochmal, ich bin sowas von begeistert, was man mit so Pferden machen kann. Also ich bin kein Pferdenau, ich bin ein Hundenau. Bärwolf. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank. So, meine liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr seht jetzt eine Premiere, die hier gemacht wird. Ihr seht jetzt mal, wie man das trainiert, auch für Filme und so. Wenn ein Pferd auf Ritter zugeht und im Kampf quasi die umstoßen. Also bitte, was ihr im Fernsehen seht, das sind hochwertige Trainingssachen, wo man die Pferde jahrelang trainieren muss, dass die da, siehst du das? Das ist der Hammer, absoluter Hammer. Und darum, wenn man sowas mal gesehen hat, dann weiß man endlich mal, was in Ritterfilmen, was da Training dahinter steckt. Da meinen wir immer, erlüchten uns immer auf dem Sofa dran und sagen, das ist gut. Da guck, da geht der durch, das ist der Hammer. Das seht ihr ja auch in dem einen Video dann, wenn die Pferde durchs Feuer gehen. Auch das ist eine ganz brutale Trainingssache, die da trainiert worden ist. Hammer. Guck mal, jetzt macht sie sogar. Die Studie macht jetzt sogar Kampfszene durch. Das ist der Hammer. Und da müsst ihr ja sehen, das geht ja stundenweise, wo das geübt werden muss.
ein Kalb erzogen. Das ist wahr und nicht gelogen, das kann wohl der nicht behaupten. Der Bauer dachte in seinem Sinn, das Kalb und Wind verkaufen. Kalb und Wind verkaufen, in Lüftlein, so muss das sein. Und als die Bäuerin wurde gewahr, dass der Metzger im Dorfe war, ans Fenster tät sie laufen. Komm, sei mein lieber Metzger, mein das Kalb und Wind verkaufen. Kalb und Wind verkaufen, in Lüftlein, so komm doch rein. Sie deckt und Fleisch den weißen Tisch und Kuchen und gebraten Fisch und eine Kanne mit Weide. Schenk, ein mein lieber Metzger, mein, wir beide sind alleine. Beide sind alleine, viel und ein zu Zeit beim Wein. Als sie mit Essen fertig war, da ging sie in den Kälberstall, das fängt man gut mit Schauen. Den ersten Fest in Rettger war, den tat er nach der Frau. Hausmark, sie sind nur nach Metzger kommt man wieder.